Auf dem Bild sehe ich eine Straße mit höherem Verkehrsaufkommen. Es gibt viele Autos. Im Mittelpunkt ist ein Radfahrer zu sehen. Er versucht, die Straße zu überqueren. Ich denke, dass dieses Bild uns dazu ermutigen soll, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Meiner Meinung nach ist dieses Thema besonders heutzutage aktuell, weil fast jede Person ein Auto besitzt. Einerseits können wir gemütlich und schnell auf Arbeit gehen oder in Urlaub fahren. Andererseits verschmutzt es unsere Umwelt. Ich denke, dass pro Familie ein Auto völlig reicht. Ich selbst habe mein Auto verkauft und bewege mich mit dem Fahrrad. Jetzt spare ich jeden Monat 200 Euro und mache mehr Sport als zuvor. Ich fühle mich stärker mit der Natur verbunden als damals, als ich noch ein Auto hatte. Aber mit dem Fahrrad muss man den Radweg benutzen, um schwere Unfälle zu vermeiden. Radfahren ist gesund, kann aber auch gefährlich sein. Das war alles, was ich sagen möchte. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.